Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers zusammen mit Groda Grimm. Hallo. Und Hawk. Hallöchen. Und mir, eurem Doc. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und das, was der Hawk da gerade fliegt, das ist unser neues Bohrschiff. Experimentelles Modell, allerdings bereits getestet. Es funktioniert auf jeden Fall. Vollladen ist nicht. Ne? Hawk, wenn du damit losfliegst, bitte erstmal bis 30.000 Kilogramm voll machen. Und okay. Dann gucken, wie es fliegt. Also ob man noch gut hoch und runter kann und alles. Dann eventuell auf 35.000 und so weiter. Bis wir die Max... Bis wir die maximale Last entdeckt haben. Okay, alles klar. So, ich muss den Space Master Modus noch beenden, weil ich habe natürlich das Schiff, bevor der Hawk damit weggeflogen ist, jetzt gesichert für den Fall, dass uns die Bugs wieder dazwischen kommen. Hier haben wir eine exakte Kopie des Schiffes und wir hoffen mal, dass nichts passiert. Falls doch, finden wir das ziemlich blöd. Wir sind offen mit euch. Wir wollen in dieser Folge mal rausfinden, ob das jetzt alles sauber funktioniert hier, und falls nicht, dann werden wir in der zweiten Folge auf jeden Fall ein Fazit ziehen und dann sehen wir hier, wie es hier weitergeht. Also jetzt quasi Bewährungsprobe fürs Spiel. Das neue Schiffsdesign, ich weiß, ich quatsch gerade unheimlich viel, aber es tut mir leid, ich muss es halt eben loswerden. Das neue Schiffsdesign ist geklaut. Redebedarf. Genau. Es ist geklaut, ich habe es abgeguckt und dann halt so gebaut. So, und Hawk macht Loch im Berg. Ja. Du brauchst mit rechts, oder? Was ist hier eigentlich mit dem Gerät hier? Mit was für Gerät? Ja, hier dieses native Dingsbums hier. Nanite Control Factory. Ja, das wird Zeit fertig zu bauen. Ja, ist ich will aber das die halt ganze Zeit bauen, ich habe aber keine Komponenten mehr. Komponente für Schwerkraft, bla bla bla. Und richtig. Dann, unten in der anderen Base ist ja alles kaputt. Da richtig. Ich sage, hallo, scheiße. Das ist ja genau der Grund, warum wir beim letzten Mal angefangen haben, eben halt die wichtigsten Materialien wieder zu bekommen mit dem anderen Bohrschiff, wo es dann ja Problemchen gab, damit wir weitermachen können mit dem Herstellen von bestimmten Materialien. Und ich glaube, Hawk will gerade auf Nickel hinaus, ja. Dann haben wir schon mal Nickel wieder, da ist es schon. Es ist schon da. So, und jetzt sehen wir eine Funktion des Bohrschiffes. Und zwar schmeißt er hinten den Stein raus. Es ist ein Kackschiff. Kann man das so sagen? Naja, ich sage nur, wie es aussieht. Naja. Es nimmt auf jeden Fall den Stein direkt wieder raus. Hinten sind vier Auswürfe dran. Und zwar hier hinten über einen Sortierer. Der Sortierer lässt nur Stein durch und schmeißt das dann halt hinten raus. Warum vier Auswürfe? Damit er das alles in der Menge oder in der Geschwindigkeit auch rauswerfen kann, wie er es vorne mit den drei Bohrern aufnimmt. Sind ganz schöne Brückchen hier. Sieht wirklich aus wie so ein Elefant, der... Ja, ihr wisst, was ich meine. Genau. Bevor du gleich rausfliegst, sag uns Bescheid, damit du uns nicht über den Haufen rammst hier. Ach, seid ihr beide hier? Ja, klar, hallo. Ach so, okay. Wir wollen doch unseren Zuschauern zeigen, was hier los ist jetzt mit dem Schiff. Ich bin gerade erst gekommen. Ich stand die ganze Zeit auf dem Dach rum. Ach so, ja, das kann man auch machen. So. Ja. Ja, wie voll bin ich denn jetzt? Ja, guck mal unten rechts die Kilogrammanzeige, was da steht. 94.000. Stopp, dann warte bitte einmal. Hi! Ich hab's nur getestet bis 35.000. Guck mal, ob du noch hoch runterfliegen kannst vernünftig. Aber vielleicht ohne uns. Ja. Das geht noch, ne? Dann pack ruhig noch bis 40.000 mal voll. Dass wir so die Grenzen, die Grenze des Machbaren hier ausloten mit dem Schiff. Und sofern du mit dem Horizont das auch immer gerade hältst, dass du quasi horizontal fliegst, sollte eigentlich nichts passieren. Tut er. Ja. Zumindest versuche ich das, sag ich mal so. Nee, sieht aber gut aus. Also, ist nicht immer leicht, den Horizont gerade zu halten, aber das machst du so für mein Dafürhalten schon ganz gut. Wie viel? Meine Flasche ist gleich leer. Ich flieg mal zurück, bevor ich hier gleich strande. Das fände ich dann nämlich nicht so witzig.
So, also. Hawk besorgt Nickel und ich guck mal eben, was uns sonst noch fehlt, um die Schwerkraftgeneratoren zu bauen. Die Schwerkraftkomponenten, damit wir dann endlich die Nanitenfabrik fertig bekommen. Da wird's nämlich allerhöchste Zeit. Also ich würde sagen, ab 40.000 ist Feierabend. Okay, gut. Dann sollten wir das tatsächlich auch uns merken und nicht höher beladen. Ja, also dann am besten sollten wir safe 35, wollte ich gerade sagen. Ja, machen wir so 36 Maximum und fertig. Dann haben wir es ja. Dann haben wir es ja, denke ich mal, ganz gut abgedeckt. Ja, dann lass uns doch 38 machen. Okay. Ja, hallo, ne? Wie viel Kilogramm Zuladung ist das? Oder anders, wie viel hast du denn jetzt an Erz drin? Von Nickel? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, müsste ich gucken. Ja, die Steine hat er rausgeschmissen, also müsste das ja normalerweise nur Erz sein. Das ist jetzt reiner Nickel, ja. Was wollte ich denn jetzt hier nochmal? Ach ja. Minus Eigengewicht des Schiffes. Wird das überhaupt mitgerechnet? Ja, leider ja. So, wir brauchen noch 320 Komponenten für Schwerkraft. Ich gucke jetzt mal, was wir bauen. Also knapp 190.000. Das ist doch ordentlich. Es hört sich ordentlich an. Ist es, glaube ich, auch. So. Produktion. Hier ist nichts drin. Nee, ich weiß. Ich muss jetzt nur gucken, was wir jetzt für Materialien brauchen, was uns fehlt, damit wir die Komponenten für Schwerkraftgeneratoren bauen können. Wir brauchen, was haben wir jetzt gesagt? 320. So. Silber, Gold, Kobalt und Eisen. Nickel brauchen wir gar nicht. Also bevor jetzt einer rumsteht, sollten wir nicht das zweite Schiff benutzen? Hä? Wie? Was? Wo naja, du schipperst los und holst Erze und der nächste schnappt sich das zweite Schiff und holt Erze. Dann ich geht's bin schon halt. Wieder da. Ja, ist klar, aber du fährst. Hä? Aber dann würde ich sagen, dass das alte Schiff, damit es kein Cheaten ist. Ich würde vom alten Schiff jetzt aber keine Kopie mehr machen. Ja, ich verstehe. Wenn er dann kaputt ist, ist es kaputt. Nur, würde ich auch sagen. Okay, dann bist du sicher, Groda, du, ja? Okay, nee, alles klar. Nö. Nein, hallo. Du musst, den Spaß musst du dir, den Spaß, hallo, Kermit, den Spaß musst du schon vertragen können. Nein. So, ich gehe jetzt hier in das Kämmerchen hier und stelle mich hin und du... In das Kämmerchen. Ja. Ja, dann geh doch da unten in deine... Was brauchen wir noch? Kabine. Ja, dann mache ich es jetzt. Dann mache ich es jetzt. Ich gehe jetzt in die... Kabine, Gold, Kobalt, alles Mögliche. Ich muss erstmal gucken, ob ich einen Gold Waypoint habe. Gold habe ich auch genug, ja. Gold hast du? Ja, Gold habe ich. Also du baust jetzt Gold ab, was mache ich hier eigentlich so? Dann hole ich jetzt Silber. Ich hole Silber. So, Gold, wo habe ich denn Gold? Da ist 2 Kilometer. Ach, und denk dran, wenn es kaputt ist, ne, bist du der Trottel. Ja, das bin ich sowieso. Dein ist Silber. Ach, das ist doch die... Ah, das Silber, das ist doch das, wo du das Schiff das letzte Mal... Wo das Schiff alleine durch den... Berg, genau, nachdem du es kaputt gefahren hast. Ja. Ist da noch Silber oder hattest du alles abgebaut? Deswegen frage ich jetzt eigentlich. Der ist ja ganz woanders reingebohrt, weil er ja kurz davor abgesprungen ist oder sowas. Okay. Ich wollte ja quasi einen neuen Zugangstunnel bohren, weil der alte mir zu eng war oder sowas. Ja. Hat alle nicht so richtig gepasst und deswegen wollte ich da ja neu bauen. Und das Verstehe. Hat ja nicht so... Das hat ja nicht so hingehauen. Nicht wirklich, ne? Ja, ich würde das mit dem neuen Zugangstunnel mal unterstützen. Ah ne, hier ist ja schon Silber. Es ist direkt vor meiner Nase. Ja, wunderbar. Dann geht's los. Ich sehe gerade, hier ist auch noch eine Silberader bei dem Gold. Kann das sein, dass das alte Bohrschiff überhaupt gar keine Scheinwerfer hat? Doch, hat es. Weiß ich nicht. Doch, hat es. Doch, du solltest vielleicht mal das Licht anmachen. Ja, es ist an. Kann das sein, dass ihr die schon abgeschrotet habt? Oh, jetzt! Ich habe aber nichts gemacht. Doch. Er ist explodiert. Nein, es ist alles gut. Ich habe tatsächlich das Licht ausgehabt. Ja. So, jetzt nehmen wir hier das Silber mit. Moment, mit L kann man das an- und ausschalten. Danke für den Hinweis. So, Moment. Nix. Licht. Gerne, André. Kein Problem. Wieder was gelernt.
Wir unterhalten uns später. Ja, wenn die Aufnahme aus ist, meinst du? Also ich stehe hier auf der Homebase, ne? Ich wink euch dann nachher schön ein, wenn ihr dann hier... ja, du bist doch einer. Komm doch her und schau, wie ich das Schiff kaputt fliege, damit du dann auch wenigstens dann die ganzen Lacher hier hast. Naja, und dann machst du es nicht kaputt, dann ist ja auch doof. Ja, aber dann habe ich aber auf jeden Fall bewiesen, dass ich es fliegen kann. Haben wir die Kapazität für dieses Schiff eigentlich mal ausgelotet? Oder ist die... Ich glaube nicht. Mach ruhig voll. Ist überhaupt kein Problem. Also überladen, das fliegt trotzdem. Ja, wenn ich jetzt nach oben fliege, also es fliegt nur nach oben, aber ich komme auf jeden Fall schon an die Reaktorgrenze. Wie viel habe ich denn schon aufgenommen? 16.000 Silber, das ist natürlich noch nicht viel. Schade, dass der jetzt keinen Auswurf hat, sonst würde ich den Stein einfach rausschmeißen. Stein habe ich nämlich 30.000. Was ist denn eigentlich hier mit deiner Bohrwurst? Sobald wir die Nanitenfabrik haben, soll die das Schiff auseinandernehmen. Da kriegen wir nämlich die ganzen Rohstoffe wieder, die wir da reingesteckt haben. So, und das war okay. Ja, genau. Gold, alles bei Gold. Davon geht ja immer auf dem Schwarzmarkt ein bisschen shoppen. Kaufst du ein schönes Kettchen? Ja, sicher. Goldkettchen immer. Ja, ich würde sagen, dieses Schiff verträgt wohl bis 40.000, würde ich sagen. Ganz vorsichtige Schätzung. Ich glaube, das traue ich mich. Vorsichtige Schätzung? Ja, ich will es jetzt wirklich nicht kaputt fliegen, wenn es nicht sein muss, ne? Das ist ja wohl klar. So. Problem ist nur, es ist so verdammt eng in diesem Loch. Ich würde sagen, da nehmen wir erst noch mal ein bisschen was von der Decke weg. Habt ihr das Problem auch, dass ihr manchmal nicht hört, wenn der Bohrer läuft, oder dass sie das... Ja, okay. Ja, hatte ich auch schon. Dann bist du wahrscheinlich mit der Kamera zu weit weg, kann das? Nee, ein Soundproblem. Das ist, du sitzt im Cockpit drin halt und bohrst halt und du hast aber überhaupt gar kein Bohrgeräusch. Ich höre das Felsgeräusch. Das Felsgeräusch höre ich, also. Aber nicht halt, okay. nicht den Bohrer. Dieses Knirschen wohl. Ja, genau, ja, ja. Genau, ja. Aber dieses Rotieren von den Bohrern, das hörst du nicht. Genau, das fehlt. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. So, ich bin jetzt bei knapp 40.000. Ich würde jetzt den Rückflug antreten, damit das, was da ist, auf jeden Fall ankommt. Ich wink dich ein, wenn du kommst. Ja, das ist schön. Dann also ich habe das Gefühl, dass Gold hier fast gar nichts wiegt. Das wäre allerdings merkwürdig. Wo ja Gold eigentlich halt schon ein sehr hohes Gewicht hat. Obwohl 40.000 Gold sind 40.000 Gold. Also 40.000 Kilogramm. Der kleine schwarze Punkt da hinten. Das ist er. So, warte mal. Kannst du mich schon sehen? Ich will mich jetzt nicht so weit nach unten beugen mit dem Schiff. Warum nicht? Warum nicht? Tu es! Hier, ich wink dich ein, hier musst du hin. Yeah. Oh, ich sehe gar nichts mehr, die Sonne blendet voll. Dabei muss ich nicht mal da hin, wo du stehst. Was ist los mit dir? Ich muss doch hier an den Andocker. Ja, aber ich kann mich doch nicht schlecht... Oder? Kann ich? Komm ich? So. Okay, auf ein neues. Hier hin, tiefer. Ach. Tiefer. Mehr nach links. Wink, wink. Kannst du mich eigentlich winken sehen? Ich sehe dich winken, ja. Gut. Zurück. Ein bisschen mehr nach rechts. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen mehr rechts. Was macht ihr da? Stopp. Zurück. Etwas höher noch. Ja. So? Ja, jetzt kannst du ziemlich... Passt schon. Ein Stück nach links noch, so ein Tacken. Und noch ein bisschen höher. Und dann hast du jetzt... Ja, jawohl. Ja, guck mal. Dann habe ich es ja tatsächlich geschafft. Und es ist nicht kaputt gegangen. Das will ich jetzt an dieser Stelle nochmal erwähnen. Es ist, ich wiederhole, nicht kaputt gegangen.
So, jetzt aber nochmal gucken. Also kein Pilotenfehler, ja? Kein Pilotenfehler in diesem Fall, ja. So, also Silber haben wir geholt. Wir brauchen Gold, holst du gerade. Wir brauchen noch Kobalt. Und Eisen müssten wir aber eigentlich noch haben. Eisen haben wir ja nicht viel. Eisen brauchen wir auch. Das heißt, hier. Groda, komm. Hier. Jetzt fliegst du auch nochmal und hol von irgendwo Eisen. damit wir mal Eisen haben. Ich mach's doch nur kaputt. Bist du jetzt eingeschnappt? Ja, so ein bisschen. Ehrlich? Ja, ja. Musst du nicht sein. Ja. Das musst du nicht sein. Doch. Du kennst uns. Du wusstest, ja, dass wir. Was zur Hölle ist denn hier los? Was? Den habe ich aber nicht gebaut. Das war bestimmt der Honk. Hast du hier einen Container platziert? Ja. Warum? Den schwarzen, ne? Ja, genau. Da kommen nachher die Dings rein, die fertigen Komponenten. Achso, nur in den Container? Erstmal ja. Das war jetzt pro forma, dass wir da überhaupt erstmal einen Container haben, weil wir hatten ja noch gar keinen da gehabt. Du hast recht, ja. Darf ich den drehen? Drehen? Ja, dreh doch. Wieso? Hä? Damit man das lesen kann. Das sieht schrecklich aus, wenn das so schief liegt. Oh nein, mein Inventar ist voll. Und ich flieg zu weit. Hey. Komme ich jetzt eigentlich mit dem Bohrschiff hier? Ich habe auch keinen Sound. Komme ich jetzt mit dem Bohrschiff eigentlich in dasselbe, ja, Loch, hätte ich fast gesagt, wie vorhin Hawk reingeflogen ist? Oder passt das nicht? Doch, doch. So, Gold ist jetzt auch drin. Achso, das war ja ganz was anderes hier. Boah, also da haben die Raffinerien ja jetzt gut zu arbeiten, wa? Ja. Wieso? Was trage ich denn so Schweres? Ach, ich habe noch ein bisschen Uran. Moment. Was kann ich denn rauswerfen? Die Stahlrohre sind... Na, die Platten brauchen natürlich wieder am meisten. Dann weg damit. Okay. Wieso resettet der das Menü immer? Das ging mir auf den, ne? Was meinst Keks? Du mit welches Menü? Dass, wenn ich jetzt hier in den Inventarmenü bin, dann zieht er das Inventar immer nach oben hoch, die Scroller ist, weißt du? Ah, wenn du runter scrollst. Ja, genau, da aktualisiert er da manchmal irgendwas und dann zack, dann springt er wieder nach oben manchmal. Ja, habe ich auch schon mal gehabt, das stimmt. Das ist etwas nachteilig. Was hat denn? Ich habe jetzt in meinem Hard einen Ladedings, da steht Streaming. Dann lädst du dir gerade vom Server irgendwelchen Daten, also der überträgt irgendwelche Daten zu dir. Ich will keine Daten, was hat? Bestimmt wieder Daten. Nein, ich will keine Daten. Das ist gut. So. Was ist hat wieder? Daten. Braucht keiner Daten. Hatten wir nicht noch Glas? Ist das tatsächlich alles weg? Mein Gott. Wir haben was Materialien angeht, tatsächlich nicht mehr viel. Wir sollten also unbedingt gucken, dass wir wieder Produktion in Gang kriegen. Also, du meinst jetzt an Komponenten. Ja. Also, ich werde jetzt auch nochmal losgehen, nochmal ein bisschen Eisen holen. Oh, hoppla. Ja, Eisen brauchen wir auch dringend. Und ich würde jetzt generell mal so ein paar Komponenten wieder reinstellen, dass die mal hergestellt werden. Zum Beispiel Panzerglas und sowas brauchen wir ja auch alles wieder. Wo ist es? Da, nee, da. Ja, für Panzerglas brauchen wir Silizium. Was ist denn hier los? Das Loch ist ja belegt. Hab ich denn? Hier ist schon mal drin. Geh woanders hin. Hier ist schon einer drin. Er fährt auch drin. Stau, wie schön. Such dir ein eigenes Loch.
Das ist meins. Nee, 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 da ist noch genug Platz hier links. Hopp! Hier ist auch Platz, da kann er bohren. Das ist meine Bohrgrube! Nein, nein, nein. Alter, ich bohr dich gleich kaputt. Hallo, ich hab das gute Schiff. Hallo. Ich hab das gute Schiff, ich hab Vorrang. Was, wieso komme ich nicht? Achso, das ist die. Mein Gott. Habt ihr auch immer das Problem? Mach voll. Ja, toll, dann schütze ich wieder ab und ich bin an der Arsch. Ja, und? Das wollte ich. Das ist sowieso. Boah, da ist aber schon ein Krater hier, meine Herren, ey. Das meiste habe ich mit meinem Handbohrer gemacht. Ja. Jetzt gib mir doch das Panzerglas. Ach, jetzt ist bei mir auch Streaming. Alles klar. Scheinbar haben wir gerade ein bisschen Serverprobleme. Ne, der streamt gerade live bei Twitch oder so. Ja, das wird sein. Ja, ich lecke jetzt hier tatsächlich rum. Echt? Ja. Also, ich mich so langsam wahrscheinlich kann mir da nicht passieren. Irgendwie hängt der Server gerade. Aber ist nicht schlimm, denn wir haben die erste Folge im Kasten, würde ich sagen. Und dann ziehen wir jetzt mal so ein kleines Fazit. Und wir melden uns dann bei euch zurück in der nächsten Folge. Und dann erfahrt ihr, wie und ob es hier weitergeht mit Space Engineers. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Ciao. Ciao. Ciao.